Hallo und herzlich willkommen zum Expertengespräch heute mit Katja Zenz. Ich bin Ulrike Alt, die Loslassexpertin, der Turbo in Sachen Veränderung und Wachstum für vielbegabte und hochbegabte Menschen. Und an meiner Seite ist heute die großartige Katja Zenz, Expertin für Familien mit hochbegabten oder begabten, hochbegabten und gefühlsstarken Kindern. Stell dich bitte auch nochmal selber vor, liebe Katja. Ja, danke. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Katja Zenz und bei mir bekommen Eltern von hochbegabten, gefühlsstarken, hochsensiblen Kindern die besten bindungsbasierten Entwicklungsimpulse für einen anstrengenden Familienalltag. Für einen anstrengenden? Ich mache mal die Kurzfassung, ne? Ja, für einen anstrengenden Familienalltag. Ja, weil es ja einfach so ist, dass viele Familien, die zu mir kommen, eben einfach sagen, ich meine, sagen wir mal so, die zu mir kommen, die haben einen anstrengenden Familienalltag. Das heißt nicht, dass wenn ich ein hochbegabtes, gefühlsstarkes, hochsensibles Kind habe, dass ich dann automatisch einen anstrengenden Familienalltag habe. Aber die mich aufsuchen, deswegen muss man auch immer alles, was ich heute so sage, man muss das immer so unter der Linse dessen sehen, dass ich ja natürlich die Themen kriege, wo Themen da sind. Und bei all den anderen, wo es einfach wunderbar läuft, die treffe ich ja nicht. Stimmt. Und genau. Unser Thema ist heute Hilfe, mein Kind ist hochbegabt. Und da werden wir einfach mal drüber sprechen, wie es sein kann, was man tun kann, wenn man die Vermutung hat, dass das Kind hochbegabt sein könnte, wenn man bereits die Diagnose erhalten hat, wenn die Testung bereits erfolgt ist. Lass uns vielleicht mal damit starten, woran erkennt man, dass ein Kind hochbegabt sein könnte? Okay, da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele Sachen. Also das ist ganz häufig, was ganz spannend ist, ganz häufig merken die Eltern nämlich gar nicht, dass das Kind hochbegabt ist. Das ist sogar meistens andersrum. Die schon gleich bei mir ankommen und sagen, okay, mein Kind ist zwar noch nicht mal im Kindergarten, aber ich glaube, mein Kind ist hochbegabt. Oder Katja, kannst du mal gucken, ich glaube, mein Kind ist hochbegabt. Das sind häufig die, wo es nicht hochbegabt ist. Weil es so ist, ja, Hochbegabung hat im Grunde eine genetische Komponente. Das heißt, die Eltern sind meistens auch nicht wirklich auf den Kopf gefallen. Dementsprechend ist natürlich auch der Partner ungefähr im gleichen Intelligenzlevel. Entsprechend auch die eigenen Eltern, die Verwandten, die Freunde. Es ist alles schon mal in einem etwas höheren, sagen wir mal, Niveau. Und ich finde das immer so schön, auch wenn ich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis herumschaue, die haben alle ein gewisses Niveau an Intelligenz. Und wenn du jetzt hier heute zuschaust, dann weiß ich, dass du auch ein gewisses Intelligenzniveau hast, sonst wärst du gar nicht hier. So, und dann vergleichen wir uns also mit unserem Umfeld und stellen erstmal fest, wieso, mein Kind ist doch so wie alle, ist doch völlig normal, ja? Und wir sehen es dann erst im Vergleich. Und wenn wir dann eben zum Beispiel, wir sollen ja nicht vergleichen, das ist natürlich immer so ein bisschen doof, ja, aber man merkt das dann manchmal, wenn man dann zum Beispiel im Kindergarten die anderen Kinder sind oder andere Kinder kommen zu Besuch und dann stellt man auf einmal fest, ach, okay, gut, ja, das kann ja mein Kind, ja. Und also was sie eben haben, das ist, manche sprechen zum Beispiel unglaublich früh, aber es gibt auch andere, die sprechen erst ganz spät. Die Frühsprecher zum Beispiel sind diejenigen, die die Sprache unglaublich aufsaugen können und sie gleich wiedergeben können. Dann kommt aber der zweite Punkt dazu, viele Hochbegabte sind Perfektionisten. Die sprechen dann zum Beispiel häufig erst, wenn sie perfekt sprechen können. Darum sehr spät, haben aber vorher schon alles verstanden. Dann ist es häufig so, dann gibt es auch manche, die laufen zum Beispiel sehr, sehr spät, weil sie erst dann laufen, wenn sie selber laufen können. Also das heißt, sie fangen nicht an mit 10 Monaten an der Hand von Mama sich irgendwie durch den Ort schleifen zu lassen, sondern sie üben so lange, bis sie das selber können und dann sind sie vielleicht schon 18 Monate, 19, 20 Monate, ja, laufen dann zum Beispiel sehr spät. Was sehr, sehr viel ist, dass sie unglaublichste Fragen stellen, dass sie einfach auch, sobald sie anfangen zu sprechen, nicht mehr aufhören, Experten für irrelevante Informationen sind, dir Dinge an die Ohren texten, die du im Leben nicht hören wolltest, die sehr früh anfangen, nicht nur einfach die Farben zu können, sondern direkt auch die ganzen Zwischentöne
Unschöne erkennen. Also das sind an vielen Stellen, dass sie mit dir absolut alles ausdiskutieren. Ja, wenn du irgendetwas in Frage stellst, wenn du sagst, du darfst nicht auf die Arbeitsplatte. Ach Mama, ich darf nicht auf die Arbeitsplatte. Darf ich auch nicht auf die Arbeitsplatte, wenn es hier im Haus brennt und ich das Fenster sonst nur aufmachen könnte, wenn ich auf die Arbeitsplatte könnte? Ja, dann darfst du schon auf die Arbeitsplatte, ja. Oder die zum Beispiel überfordert sind von man meint ganz normalen Aufgaben. Wenn man zum hochbegabten Kind zum Beispiel sagt, mal ein Baum, dann fängt es nicht an zu malen. Und wenn man dann fragt, ja, warum fängst du nicht an zu malen? Ein Baum kann ich nicht malen. Dann meint man, das Kind ist dumm. Ist aber genau andersrum. Das Kind sagt, aber ein Baum mit diesen ganzen Maserungen im Holz und den ganzen feinen Äderchen und die vielen Blätter, das kann ich nicht. Wenn man zum hochbegabten Kind sagt, mal etwas, das so aussieht wie ein Baum, ja, dann geht es. Sie nehmen ganz häufig Sachen absolut wörtlich, sie sind perfektionistisch, sie können sich die kleinsten komischen Dinge merken. Sie sind aber überhaupt nicht interessiert daran, dass sie von uns Vorträge kriegen, dass sie von uns Belehrungen kriegen. Sie wollen alles selber ausprobieren. Ein Spielzeug wird maximal einmal so benutzt, wie es benutzt werden soll. Und danach wird daraus was komplett anderes raus experimentiert. Also nur mal einfach so. Ich gebe mal so Ja. ein paar Beispiele. Wer da weiter reingehen will, es gibt ja auf YouTube ein Video von mir, ist uralt, aber immer noch gut. Ja, 9 Anzeichen für Hochbegabung. Da ist eine riesengroße Sammlung drin. Ja, und was ich auch immer wieder beobachte und auch von meinen Kundinnen und Kunden erzählt bekommen, ist, sie machen nichts, weil sie ein perfektes Bild im Kopf haben, wie es genau sein soll, aber sie wissen, oder befürchten, sie kriegen das nicht hin und deswegen machen sie es nicht. Oder sie machen das nicht und erklären dir in epischer Breite, warum sie das jetzt nicht machen können. Ja, Ja. oder auch dieses sehr frühe Sprechen, das muss nicht immer so mega Begabung sein, sondern ich schaffe Verbindlichkeit. Ich bin jetzt mal ein Jahr alt, schau, dass ich möglichst gut und schnell sprechen kann, um einzutüten, was ich will. Das ist auch so ein typischer Klassiker. Oder sie sitzen den ganzen Tag auf Mutters Arm, um auf Augenhöhe zu sein und stellen Fragen. Wem gehört es? Wie heißt es? Was macht man damit? Fragen, Fragen, Fragen. Also so wie du gesagt hast, solche Blasen kann man dann am Abend an den Ohren haben. Unfassbar. Und es ist so schön, wenn man die Ruhe in sich haben kann, einfach diese Fragen zu beantworten. Und am Abend sitzt man auf dem Sofa und ist nicht mehr fähig zu sprechen und total platt. Aber es ist einfach auch sowas, wo ich sage, das macht einen richtig glücklich, wenn man sehen kann, wie neugierig diese Kinder sind, wie die Augen strahlen, wenn da was Neues entdeckt wird, wenn Fragen beantwortet werden und dass man da sein Beitrag wirklich in der Entwicklung mit so einfachen Dingen wie Fragen beantworten oder ich recherchiere erst mal im Internet, weil ich diese ganzen Fragen nicht beantworten kann. Das kenne ich auch von einer Freundin. Mein Patenkind hat mir Fragen gestellt und dann waren wir in der ägyptischen Ausstellung und er hat allen die Welt erklärt und wusste alles, wie heißt alles. Das war unfassbar magisch und das ist total schön. Und was ich auch aus meiner Erfahrung kenne, wir sind ja hauptsächlich im Erwachsenenbereich unterwegs. Ich begleite die Erwachsenen. Ganz oft höre ich oder auch lese ich in den sozialen Medien, wenn ich schreibe, ja, mein Kind ist hochbegabt, aber ich nicht. Vor allem bei den Müttern. Und dann muss ich immer schmunzeln und sagen, mal ganz ehrlich, gestohlen wird das dein Kind einfach nicht haben. Aber der Fokus ist hauptsächlich aufs Kind und die Erwachsenen sagen sich, oh, ich war nicht gut in der Schule, ich habe vielleicht auch eine Klasse wiederholt, ich komme gar nicht an in einem Berufsleben, ich springe immer rum, ich habe so einen verrückten Lebenslauf und das macht es dann immer schwierig oder ich ecke an im Beruf. Was hast du für Erfahrungen mit den Eltern? Schaffst du es dann, ihnen auch deutlich zu machen, dass sie selbst auch hochbegabt sein könnten? Schaffst du die Türen auch zu öffnen?
Ich gucke da ein bisschen rein, aber ich hätte die Frage gerade genau an dich gestellt, dass du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Das ist bei mir genauso, dass ich natürlich auch sage, ja, gestohlen hast du es nicht. Ja, es gibt halt eine genetische Komponente. Zu mir kommen meistens die Mamas, die bringen die Papas dann mit. Und da heißt es immer, ja, mein Mann hat das ja auch, ja. Das, wo die Ja. Begabung wissenschaftlich wohl erwiesen, in erster Ja, Linie von den Müttern von der übergeben von wird. den Fand Müttern ich übergeben wird. interessant. Ganz, ganz, ganz genau. Und dann muss man natürlich auch noch unterscheiden. Es ist ja nur eine Begabung. Weil ich eine Begabung habe, heißt es ja nicht, dass ich mein Talent zu 100% auslebe. Ich Ja. vergleiche das immer damit. Ich bin jetzt seit meiner Pubertät in der Lage, Kinder zu kriegen. Also ich habe die Begabung zu gebären. Habe ich deswegen jedes Jahr ein Kind bekommen? Nein. Nein, ich habe mein Talent nicht zu 100% ausgelebt, ja. Und bloß weil ich die Begabung habe, dass ich vielleicht eine schnelle Vernetzungsfähigkeit, eine gute Merkfähigkeit habe, die sich dann vielleicht auch nicht mal auf Schule bezieht, ja, weil ich war in der Schule nun auch nicht die glorreichste, ja. Und dann ist es so, dann wird ja das. Dann werden die Gehirnwindungen vielleicht benutzt, aber ich sage zum Beispiel immer, die Sachen, die auch im Intelligenztest gefragt werden, da fühlt sich mein Gehirn verarscht. Ja, das ist einfach nicht. Es gibt so viele Felder, wo ich unglaublich gewieft und schlau bin und die checke ich und da gibt mir nur ein paar Dinge und ich sehe den Gesamtzusammenhang. Und es gibt andere Dinge, wo ich das nicht kann. Und dann ist es natürlich so, dass ich dann auch in den Bereichen, die mich nicht interessieren, dann auch nicht das Letzte rauskratze. Wie vergleichsweise, ja, ich habe nicht jedes Jahr ein Kind bekommen, obwohl ich das hätte machen können. Habe ich auch nicht alles rausgekratzt, ja. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, die Katja, die hatte ja die Begabung zur Fehlgeburt. Ja, gut, ja. Und so ist es auch, glaube ich, so, wenn viele dann auch als Erwachsene zum Testen gehen, da hätte ich jetzt gern deine Meinung eher dazu, weil da bist du ja eher die Expertin. Wenn ich dann als Erwachsene zum Testen gehe und dann kommt da halt nur ein Wert raus um 110 oder sowas, dann heißt das in meinen Augen, ja, gib mir dein Feedback dazu, bitte, du das, ja, dann ist das ja gar nicht mehr mein Potenzial, es ist gar nicht mehr meine ursprünglich mal angelegte Begabung, sondern es ist nur noch das, was ist davon übrig. So wie wenn man jetzt bei mir zählt, okay, drei Kinder, zwei selber geboren, ein Bonuskind, ja, dann drückt das ja gar nicht, das drückt nicht meine Gebärfähigkeit Genau, wie ist Ja. es, wenn ich mich als Erwachsener dann testen lasse? Wie ist denn das eigentlich? Wie ist es eigentlich? Also viele, die ich begleite, die haben Angst vor den Tests und machen sich Sorgen, dass sie es nicht schaffen, dass sie das nicht abrufen können in diesem Moment. Viele gehen deshalb zu einem Begabungsdiagnostiker oder zu einem Psychologen für eine Einzeltestung, weil sie sagen, boah, die Prüfungssituation wie in der Schule, das wollen sie einfach nicht erleben. Und dann gibt es wirklich so Meinungen wie, wo soll ich da wirklich hingehen? Weil ich habe Angst, dass mich Aufgaben langweilen und dass ich sie deshalb nicht mehr mache, weil ich sie ja schon 10-mal in der gleichen Art und Weise beantwortet habe. Also ich habe gesagt, das ist ein echter Spaß, so viele verschiedene Aufgaben. Und als es fertig war, habe ich gesagt, so, und was machen wir jetzt? Ja, aber das ist immer dieses, boah, schaffe ich jetzt die 130 oder schaffe ich sie nicht? Und was macht es mit mir, wenn ich bei der 128 lande oder bei der 120 oder eine 110 habe? Und auch in den einzelnen Testkategorien bist du ja nie durchgängig bei 130, sondern da ist eine 105, eine 110, eine 130, eine 140 vielleicht dabei. Es ist ja immer verschieden. Und dann zu gucken, was macht es mit mir? Und du, 100 ist der Durchschnitt. Und wenn du bei 110 bist, bist du immer noch über dem Durchschnitt. Und dann gibt es natürlich den Faktor, wie ist deine Tagesverfassung? Wie ruhig warst du? Hast du zusammengepasst mit dem Menschen, der dich begleitet hat durch diese Testung? Und was ich auch unglaublich wichtig finde, was ich in der Begabungsdiagnostik dann einfach mit den Menschen machen möchte, ist zu gucken, wie fühlst du dich vor dem Test? Was sind da vielleicht für die Sorgen?
um die Menschen vorher abzuholen, sodass sie wirklich ruhig, freudvoll, so mit so einem, boah, ich habe total Bock drauf, Gefühl reingehen. Lass uns das machen, das wird Spaß. Natürlich eine gewisse Aufregung und dieses bisschen Nervenkitzelige gehört ja auch dazu, schaffe ich es nicht, das darf auch sein, aber das soll einfach sein, hey, ich gehe da rein, ich gucke, ich bin sowieso ich und ich weiß auch so, was ich kann und kenne meine Stärken und Schwächen oder bin gerade dabei, die zu entdecken und auch nach der Testung nicht nur zu sagen, so, das ist Ihre Zahl und laut Statistik und Kurve sieht so und so aus, sondern auch darüber zu sprechen, was macht es mit mir? Was macht die Zahl mit mir? Oder, ich habe gedacht eigentlich, alle haben immer gesagt, ich bin so schnell und ich hielt mich für schnell. Und jetzt habe ich auf einmal da so einen geringen Wert, der zwar über dem Durchschnitt bin, aber, habe ich mich da getäuscht? Habe ich mir da irgendwas nur eingebildet? Also diese ganzen Fragen, die müssen auch beantwortet werden und abgeholt werden. Und ich weiß, wie man mit Erwachsenen umgeht, aber wie ist es bei Kindern? Zum Beispiel, ich als Mutter, ich als Vater habe einen Test gemacht. Der Psychologe, der Diagnostiker sagt, haben Sie schon mal Ihr Kind getestet? Wie spreche ich mit meinem Kind? Wie lade ich mein Kind ein, diese Testung zu machen? Weil das Kind kann sagen, mein Kind, meine Mama, mein Papa sind hochbegabt und jetzt soll ich einen Test machen? Oh, scheiße, was passiert mit mir, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es nicht bin? Was gibst du da den Eltern mit als Tipp für ihre Kinder? Wie laden sie, wie motivieren sie ihre Kinder? Ja, also ich würde erst mal kurz ausholen, weil ich finde das super, was du nämlich sagst. Ich finde, es geht eigentlich schon vorher los, auch dieses sich zu überlegen, warum will ich überhaupt diesen Test machen? Für mich oder auch für mein Kind? Weil ja, so viele sagen, ja, ist mein Kind hochbegabt? Und die erste Frage ist, warum willst du das wissen? Wofür brauchst du das? Ja, das ist halt einfach die Frage, wofür muss ich denn das wissen? Ja, das macht, also zum Beispiel bei einem Kind die Körpergröße messen ist total sinnvoll, weil ich dann weiß, wenn ich einkaufen gehe, welche Kleidungsgröße muss ich raussuchen, ja, weil das ja zusammenhängt. Wenn ich zum Beispiel bei dem Kind drüber nachdenke, ob es eine Klasse überspringt, ob es früher eingeschult wird oder auch sonst irgendwelche Maßnahmen vielleicht, das ist vielleicht auch ganz interessant. Nur man muss sich auch so ein bisschen fragen, wofür möchte ich das überhaupt? Da können wir gleich nochmal drüber reden, über die meisten sagen, ja, weil wenn es hochbegabt ist, muss ich fördern und fordern, da können wir gleich nochmal drüber reden, ja. So erstmal, was ist überhaupt das, was bewegt mich dazu? Dann ist es so, was die Kinder angeht, die meisten Eltern sagen den Kindern gar nicht, dass es um Intelligenztest geht. Mein Erfahrungswert ist auch, dass die Eltern auf ihren eigenen Test häufig durch die Kinder kommen, dass es deswegen gar nicht andersrum ist, ja? Also meistens ist es so, dass es bei den Kindern irgendwie auffällt, weil die Lehrer darauf angesprochen haben, weil, ja, die Eltern dann doch irgendwann merken, ja, dass einerseits hat mein Kind ganz viel Potenzial, aber seit es in die Schule geht, bringt es das Potenzial nicht mehr hin. Mein Kind langweilt sich nur in der Schule. Ganz, 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 ganz viele Momente, die darauf einwirken. Und natürlich auch dieses, was ich gerade schon sagte, dieses, ja, aber wenn es hochbegabt ist, muss ich es doch fördern und fordern. So. Und meistens wird den Kindern dann gar nicht gesagt, wo sie dahin gehen. Was ich beobachtet habe, auch bei meinem eigenen Sohn, der hat damals bei der Einschulungsuntersuchung, ich weiß gar nicht mehr, ob die vorher oder nachher war, auf jeden Fall bei der Einschulungsuntersuchung fühlte der sich verarscht. Der saß vor dieser Aufgabe und hat gesagt, das kann nicht die Aufgabe sein. Also da wusste er, das ist eine Einschulungsuntersuchung. Und er so, das kann nicht die Aufgabe sein, weil ich soll ja in die Schule gehen. Und dann hat er viel zu kompliziert gedacht, weil er dachte, das kann es nicht sein, dass die einfach nur wissen wollen, wie viele Stäbchen da liegen. Das kann nicht die Frage sein, ja? Und einfach nur 7 Stäbchen war nicht, das waren dann 5 plus, also er hat dann irgendwas, ja? Und dann war die Aufgabe, er hat dann zu lang gebraucht oder es war auf jeden Fall interessant zu sehen und irgendwie eine Woche vorher oder nachher war der Intelligenztest und da haben wir ihm auch nur gesagt, ja, noch ein Test. Ja, gehen wir halt hin. So wie man geht zur U-Untersuchung. Da sage ich auch nicht, oh Kind, wir gehen zur U-Untersuchung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob du, keine Ahnung. Man geht einfach zur U-Untersuchung und jetzt geht man einfach woanders hin. Und da hat uns auch die Diagnostikerin damals gesagt, das ist ja ganz typisch bei Hochbegabten, dass die ja die leichten Aufgaben eher schwerer machen. Und bei den schweren Aufgaben wird der Turbo eingeschaltet und dann geht es erst richtig los. Ja, so wie du sagtest nach dem Test, cool, was machen wir jetzt?
trifft natürlich nicht auf alle zu. Es gibt auch welche, die auch wirklich erschöpft sind und müde sind. Ist ja ganz unterschiedlich. So, das heißt, für viele Kinder ist das einfach erstmal ein Spaß. Und bei der Einschulungsuntersuchung wird dann, also kein Kind fragt nach dem Sehtest, und habe ich bestanden? Also so, und für die Kinder ist das einfach eine Tatsache. Da brauchen wir gar nicht groß reden. Die wissen nicht, das sind erwachsene Maßstäbe, dass wir daran gehen. Also auch ganz viele Eltern, die ich treffe, die sagen, ja, ich habe jetzt erstmal nachrecherchiert. Ich bin ja auch mal getestet worden. Ich wusste das Ergebnis gar nicht. Ich weiß erst jetzt. So, also es wird ganz häufig gar nicht mitgeteilt, und das ist auch eine eigene Frage. Teilt man es mit, teilt man es nicht mit? La, 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 la. Dann kommt der wichtige, was ist danach? Denn jetzt kommen die Eltern da raus und dann wissen sie entweder, gut, mein Kind hat jetzt 120, oder ganz viele sagen, ja, nee, mein Kind hat 125 im Gesamtwert, ist ja nicht hochbegabt. Es ist nicht wie schwanger und nicht schwanger. Das ist was anderes, ja? Ja. Hochbegabung ist ein Kontinuum. Und du hattest eben auch schon gesagt, die Testsituation macht so einen großen Unterschied. Es kann sein, dass das Kind sich pudelwohl da fühlt, ja, den Tester total sympathisch findet, weil alles läuft über Bindung und Beziehung. Und wenn ich diese Person sympathisch finde und mich da total entspannen kann, eine gute Atmosphäre hergestellt wird, dann ist es so, dass das Kind bis zu 30 Punkte höher testet, als wenn es den Tester nicht mag. Und ich habe genug Klienten, die mir erzählen, dass das Kind ganz zugemacht hat. Und dann kommen da halt komplett verquere Werte raus. Das ist der Unterschied zwischen 100 und 130, aber auch der Unterschied zwischen 100 und 70. Oh ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr relevant, das zu beachten. Ganz häufig ist ja auch, die Testung passiert einfach nebenbei, weil es eigentlich der Lehrer sagt, ja, testen Sie mal, ich glaube, das Kind hat ADHS. Dabei langweilen sich die Kinder vielleicht nur oder sind unreif oder was weiß ich was. Auch ein eigenes Thema, auch sehr spannend. Oder das Kind macht viele Rechtschreibfehler, dann geht es zum Legasthenietest, da wird immer ein Intelligenztest mitgemacht, dann fällt das auch nur nebenbei ab. Und da ist es so, da gehen die Kinder zu Testsituationen hin, die keine Begabungsdiagnostiker sind, die nicht spezialisiert sind, darauf drauf zu schauen. Da kommen auch ganz häufig Ergebnisse raus. Und auch das erlebe ich immer wieder, dass wenn die Eltern vorher schon bei mir waren, dann wissen die und hören mit offenen Ohren zu und sagen, ach so, weil die Tester dann ganz häufig sagen, ja, das Kind hat schon einen hohen Intelligenzquotient. Das ist aber irrelevant. Also viel relevanter ist, das hat ADHS oder irgendwie sowas, ja? Zack, Schublade. Und gehen dann nur auf diesen Faktor ein, ja? So, aber jetzt gehen wir mal, lassen wir das mal alles vor, weil auch das wäre ein eigenes Gespräch wert. Jetzt ist nach der Testung. Jetzt kommen die raus, die einen sagen, mein Kind ist nicht hochbegabt. Hallo, ja, es geht doch gar nicht darum, was für ein Wert ist. Ja, wir können an Zahlen nie den Wert von irgendetwas festmachen, weder von einem Menschen noch von irgendwas. Absolut. Ja, das hat mit Werten nichts zu tun. Sondern es geht darum, ob diese Kinder, deswegen sage ich auch immer, Hochbegabung, gefühlstark, hochsensibel, also wenn diese besonderen Kinder, die irgendwie rausstechen, was du sagtest, diese großen Augen haben, die beobachten, die uns Blasen an die Ohren quatschen, die irrelevante Informationen die ganze Zeit verbreiten, die sich in der Schule ständig langweilen, die von außen nichts aufnehmen, die keine Hilfe annehmen, die im Gegenwille, das ganze Konglomerat, ja, so. Und das ist auch das, was ja viel relevanter ist, selbst wenn ich danach weiß, okay, mein Kind hat jetzt 145, ist höchstbegabt, ja, ändert nichts. Es langweilt sich immer noch in der Schule. Es ist, ja, es verkloppt immer noch den kleinen Bruder. Es baut immer noch das iPhone auseinander und will mal wissen, ob das, also wenn das iPhone im Wasser wasserfest ist, ist es dann eigentlich auch unser Salatöl sicher? Und ist es auch, dann fängt es halt an, ja, und dann findest du es irgendwann im Vanillepudding wieder, ja. Also solche Sachen, weil das einfach, und das ist so ein Drang, also auch wenn ich mit diesen Kindern spreche, die sagen, ich weiß, iPhones gehören nicht in Vanillepudding, aber ich konnte nicht anders. Und das ist dieser Drang, der da rauskommt. Und das ist ja genau das. Das heißt, jetzt geht der Spaß doch erst los. Ja. Und da finde ich es so wichtig,
eben entweder in dein Kolibri-Club zu kommen oder in meine Einfach-Schlau-Gruppe zu kommen, auf Telegram oder auf Facebook, völlig egal. Hier in so Expertengespräche zu kommen. Ich mache einmal im Monat einen kostenlosen Stammtisch, wo man sich einfach austauschen kann, wo man Fragen stellen kann, wo man reinkommen kann. Und dann wirklich in Austausch zu kommen, dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen und festzustellen, ach, da gibt es ganz viele von. Ich bin gar nicht alleine. Mein Kind ist ganz normal anders. Ja, Ja, so da geht's eigentlich erst los. absolut. Ah, so viele Informationen. Ich mag jetzt gern mal eine Fragerunde machen und sagen: Hey, wie sieht's aus bei euch, liebe Antje, liebe Mariam? Habt ihr Fragen und welche? Achso, ja, danke. Ich sitze gerade im Auto. Wir sind gerade auf einer langen Fahrt und deswegen ja, kann ich jetzt gar nicht so viel sprechen, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie meinen Sohn da jetzt schon irgendwie ziemlich gefunden bei euch und mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Total hilfreich. Und also ich glaube aber, bei uns ist noch so ein bisschen das Hochsensible auch mit im Boot. Passt das zusammen auch? Also, weil ich habe das Gefühl, dass bei ihm oft der Kopf schon weiter ist als tatsächlich das ganze Emotionale bei ihm und dass er dann manchmal da einfach in so eine Pattsituation kommt, weil er dann das eine schon begreift, aber das irgendwie nicht verarbeiten kann emotional. Das würde mir auch nochmal total. Ja, das ist ein absoluter Klassiker, dass die Entwicklung asynchron verläuft. Und ich sage immer, unsere Kinder können nicht alles gleichzeitig. Bei meiner Tochter habe ich es beobachtet. Entweder sie hat gesprochen oder es wurde am Laufenlernen gearbeitet oder sie hat Zähne bekommen oder sie wurde trocken. Nie gleichzeitig. Und so ist es auch. Auch die Hochsensibilität ist ganz eng verknüpft mit der Hochbegabung oftmals und ganz viele meiner Kundinnen und Kunden und auch deren Kinder sind erst wohl hochsensibel und dann kommt man auf die Begabung. Aber erzähl du mehr drüber, Katja. Ja, also für mich ist es so, ich habe schon gehört, es soll angeblich Hochbegabte geben, die nicht hochsensibel sind. Ich habe sie noch nicht getroffen. Ich auch nicht. Alle, die bei mir sind, sind auch hochsensibel. Und ich definiere es inzwischen so, dass die Hochbegabung, so erkläre ich das, die Hochbegabung ist eine besondere Form der Hochsensibilität. Hochsensibilität ist, wenn wir Nervenbahnen haben, die wie aus Glasfaserkabel sind, während andere noch diese alten Kupferkabel haben, ne? Und Glasfaserkabel transportieren die Informationen einfach schneller. Jetzt kann ich die Hochsensibilität haben, zum Beispiel im Gehör. Dann habe ich das absolute Gehör. Ich kann es auch haben in der Haut. Dann bin ich einer von diesen Menschen, ja, so Polyester-Tester. Ja, also ich merke das so, ich wohne in Frankreich und wenn ich hier auf den Markt gehe und ich fasse diese Sachen auf den Markt an, so, da kriege ich schon. Ja, so, und dann gibt es Menschen, die haben den Glasfaserkabel aus beim kognitiven Bereich. Das sind die, die sehr, sehr schnell denken können. Jetzt ist nicht jeder Hochsensible hochbegabt, so wie nicht jeder, der hochsensibel ist, auch das absolute Gehör hat. Aber die Chance, dass jemand, der es im kognitiven Bereich hat, vielleicht auch noch in anderen Bereichen hat, diesen Glasfaserkabelausbau, ist sehr hoch. So, das ist so meine Erklärung, also eine Erklärung dafür. Aber das ist der eine Bereich. Die Hochsensibilität hängt zwar mit der emotionalen Entwicklung zusammen, was du gerade sagst, sozioemotionale Entwicklung. Ja, weil emotional sind die hochsensiblen Kinder, also nicht alle Kinder emotional, aber die Hochsensiblen natürlich sowieso sehr emotional. Das, was du meinst, wahrscheinlich mit dem sozioemotionalen, und das ist das, was ich immer sage, hier vorne im präfrontalen Kortex, das ist so dieses, ich hole dir mal auf die Stirn. Ja, also dieses Dung, 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 ja. Das ist ein eigener Bereich, der dafür sorgt, dass Kinder bestimmte Sachen können. Dass sie zum Beispiel in ihrer großen Emotionalität können sie sich wahnsinnig gut in andere hineinversetzen. Und wenn der Käfer tot auf dem Rücken liegt, dann fangen sie an zu weinen. Ja? Aber 5 Minuten später krabbelt dann ein Käfer und da treten sie einfach drauf. Weil da ist es einfach dieses Knackgeräusch. Das ist wie Luft, das ist ja wie Luftpolsterfolie, ja. Aber sie können nur eins zur Zeit. Wenn sie gerade an dem Ding sind, oh, Luftpolsterfolie knackt, dann können sie sich nicht gleichzeitig in den Käfer reinversetzen. Und wenn der Käfer auf dem Rücken liegt, dann sind sie nur bei dem Käfer. So, und das ist genau dieses, was sie brauchen. Das ist eine Entwicklung, die irgendwann passiert, die ungefähr so groß ist, wie wenn die Raupe zum Schmetterling wird. Das ist eine riesengroße Transformation.
Und wie Ulrike gerade sagte, ist es so, die Kinder machen immer eins. Und wenn unsere Kinder die ganze Zeit kognitiv mit irgendwas beschäftigt sind, dazu noch aufgrund ihrer hohen Sensibilität ihnen ganz häufig überfordert sind von dem, was in der Welt passiert, dann ist es so, dass die sozioemotionale Entwicklung hier vorne im präfrontalen Kortex, also die Entwicklung der Flügel, sodass sie Dinge miteinander kombinieren können und mehrdimensional in der emotionalen Bereich Dinge erfassen können, ist häufig viel später. Ja, häufig viel, viel später. Ja, und es erfolgt einfach alles nacheinander und die emotionale Entwicklung hat halt so seine Stufen und auch die ganze Emotionsregulation, die Ausbildung des Großhirns ist auch erst mit 12, 13 Jahren abgeschlossen. Und alles zu seiner Zeit. Und deswegen, ja, kann man sich, denke ich, auch oftmals entspannen und einfach an der Seite des Kindes sein, erklären, damit sie auch beginnen, sich selber zu verstehen, weil die wollen diese Fragen haben. Die wollen diese Information haben. Und meine Tochter liebt es, wenn ich auch so Dinge ausspreche, die ich sehe oder Thesen aufstelle oder auch Dinge erkläre, wie sich Menschen fühlen. Oder ich habe auch immer gesagt, wie ich mich fühle, wenn in einer bestimmten Situation und immer so check, 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 ah, verknüpft, verknüpft, verknüpft. Und das hat auch ganz viel geholfen. Ja, sprechen hilft immer, ist so mein Motto. Hat es deine Gleichzeitig? Frage? Gleichzeitig möchte ich dazu noch sagen, was wir aufpassen müssen, ist ja, wenn es um emotionale Entwicklung geht oder überhaupt, wenn es um Emotionen geht, müssen wir auch emotional sein. Ja. Was wir nämlich aufpassen müssen, ist, wenn wir zu viel erklären und zu viel der Erklärbär sind, wir müssen ins Erleben kommen. Ja. Wir müssen total ins Erleben kommen. Und das heißt, wenn wir mit den Kindern erklären, heißt das nicht erklär, 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 weil hier oben sind sie schnell. Das können sie ja gut. Ja. Ja? Sondern wir müssen wirklich sie dahin, wir müssen mit ihnen wirklich offene Herzen, weiche Herzen begleiten, erleben, wirklich dabei sein und sie einladen, alle Emotionen zu leben. Ja. Also so dafür sind die Worte für und Bewusstheit sind Worte. Dafür ist es gut. Wir müssen nur auch, also da würde ich, ne, muss ich kurz, dass ich das so wichtig finde, dass wir eben nicht dahin gehen, was sie automatisch machen, dass sie auch vor den Gefühlen fliehen. Jeder, der das hier anschaut, weiß das mit Sicherheit. Ja. Wir zerdenken unsere Probleme, ja, aber die Lösung finden wir auf emotionaler Ebene. Eben, jeden Tag sehe ich das in meiner Arbeit, weil ich bin die dann ansetzt, wenn man ein Problem nicht mit dem Kopf gelöst bekommt und wir gehen immer über die Emotion. Ja. Also als Einstieg. Ja, super. Das war auf jeden Fall, ja, doch sehr informativ. Ich werde hier die ganze Zeit nebenan gerade belabert. Aber ja, das vielen Dank für die Infos. Gerne. Antje, du hattest auch noch eine Frage oder einen Gedanken. Ach, ich kann das immer alles gar nicht in Worte fassen. Das sind immer so viele Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Was mich so aktuell beschäftigt, ist auch so das Technikinteresse von meinem Kind. Der ist halt total auf Handy und Tablet, was er da halt immer alles austesten will. Und ich mir aber denke so, boah, what the fuck, du bist 2,5, jetzt mach mal langsam. Weil natürlich ja irgendwo auch so der Anspruch da ist, naja, der kann sich ja nicht die ganze Zeit damit beschäftigen. Mhm. Viele andere Angebote, die wir aber halt machen, sind aber oft zu langweilig. Also auch so Bücher angucken, solange die Bücher halt irgendwas machen und können, Geräusche etc., kommen die gut an. Wenn es einfach nur Vorlesebücher sind, egal wie spannend wir das gestalten, ist es 2 Minuten interessant. Und ja, das ist auch so ein Punkt, den ich total schwierig finde. Mega-Frage. Darf ich? Ja, natürlich. Cool. Ich glaube, alle Eltern von hochbegabten Kindern kennen dieses Technikthema. Ja, und das ist einfach, ich finde es total cool, weil du bringst hier gerade 2 ganz spannende Punkte zusammen. Im ersten Bereich dachte ich nämlich, du musst unbedingt meinen, ich habe einen Webvortrag, ich weiß nicht, den kennst du vielleicht, ne? Digitale Kindheit und Jugend. Ah ja, gut. Es gibt bei mir einen Webvortrag. Und dann unter dem Video.
Genau, und das ist aber nur der eine Bereich. Und was ich aber gerade so interessant finde, ist, dass du hier zwei Bereiche zusammengebracht hast. Und zwar, man kann sich die Tablets so vorstellen, also was du gerade sagtest, ich hatte so dieses Bild, ja, die digitalen Medien, das ist die Schokolade, ja? Und wenn du jetzt zu deinem Kind sagst, schau mal, hier ist die Schokolade und da sind, selbst wenn es Butternudeln sind, ja, gegen Schokolade, ja, da sind selbst Butternudeln, vergiss es, ja. Und natürlich sagt dein Kind, nee, ich will noch mehr Schokolade, ich will noch mehr Schokolade, ich will noch mehr Schokolade, ja. Und wie in Schokolade sind da ja so viele Belohnungsmomente drin. Und gerade die, es ist aber, dafür, da kann das Kind strunzblöd sein, ja. Die Medien sind, deswegen sind die ja auch so süchtig machend, weil dort so viele Belohnungsmomente drin sind, weil da so viele Dinge drin sind, die uns so auffüllen. Und beobachte mal selber, wenn du jetzt nachher dieses Video, dieses Zoom hier zumachst, dann kommt so ein Moment, also außer bei Miriam, weil bei dir ja das Kind daneben an ist, das redet ja gleich weiter. Ansonsten ist der Moment, man macht aus und dann ist erstmal still. Ganz häufig machen wir dann Social Media auf und suchen gleich das nächste. Oder scrollen weiter. So, und das, was es ist so leicht, uns von außen aufzufüllen. Es ist so leicht, nur Schokolade zu essen. Ja, es ist so leicht, weil es gibt Glückshormone, es erfüllt, es tut so, als sei es Bindung. Aber in Wahrheit, wir hier sind gerade nicht in einem Raum. Wir erfüllen unsere Bindungsbedürfnisse nicht. Es sieht so aus, als ob. Es tut so, als ob. Es nährt nicht wirklich. Wenn wir wirklich mit anderen Menschen zusammen sind, insbesondere mit unseren Liebsten zusammen sind und wenn wir ihnen in die Augen schauen, ja, und wenn wir unseren Kindern übers Gesicht streicheln und wenn wir uns in den Arm nehmen, das sorgt wirklich für einen Oxytocin-Schub. Das sorgt wirklich dafür, wo ich einfach weiß, egal was ist, ja, ich werde geliebt, wo ich willkommen bin, so diese ganzen Sachen. So, und die Medien täuschen uns vieles vor. Sie täuschen uns vieles vor. Wir haben so das Gefühl, ich kann so an alles Wissen rankommen. Aber es ist genau das, was ich gerade schon sagte, wie kognitives Wissen. Ja? Wissen, wie gibt es diesen Spruch? Machen ist wie Wissen nur krasser oder sowas, ja? Oder also wirkliches Erleben macht den Unterschied. Dinge, die ich einmal erlebt habe, ja, ich meine, ich kann über so viele Dinge lesen, aber wenn ich sie wirklich tue, dann verändert es mich. So, und jetzt lesen die Kinder darüber und sie haben immer das Gefühl, und es geht so leicht und es ist so lecker wie Schokolade und man kommt so leicht dran. Was wir jetzt brauchen, ist eine gesunde Portion Langeweile und unsere Kinder dahin durchbegleiten. Ja, genauso das, was wir brauchen von unseren Kindern. Wir müssen sie durch die Butternudeln durchbegleiten, wenn sie wissen, dass wir Schokolade im Schrank haben. Ja, und dann können wir sagen, super. Und nach den Butternudeln gibt es dann von mir aus auch Schokolade. Ja, und wir wissen alle, dass wir eigentlich lieber noch ein bisschen Gemüse dazu hätten. Ja, so. Und das sind aber diese Sachen. Wir müssen das hinzufügen. Wir müssen es. Wir müssen den Kindern die gesunde Langeweile erlauben. Wir müssen ihnen echtes Spiel ermöglichen, ohne dass wir sie immer auffüllen. Das heißt, wir brauchen gar nicht viel tun. Geht's in den Wald. Geht an Bach. Geht, ja? Das sind die einfachsten Dinge, die wir tun können. Ja? Also Kinder langweilen sich nur am Anfang im Wald. Also die schlimmsten Fälle langweilen sich am Anfang im Wald. Aber nach kurzer Zeit ist da keine Langeweile mehr. Und dann ist es, aber das müssen wir ermöglichen. Also deswegen wunderbar, wie du das miteinander vergleichst. Und ich hoffe, dass meine Vergleiche dir so das Bild so ein bisschen geben, weil ich möchte, dass auch du das für dich jetzt erlebst, dass du nicht von mir Wissen kriegst, sondern dass es auch in dir so, ach so, ja klar, oh, stimmt. Ja, kenne ich von mir auch. Ich weiß auch, wenn ich die Medien ausmache, ist es erstmal so, ja, dann holt man doch wieder das Handy raus und guckt, ob nicht doch jemand was geschrieben hat. Und dann brauchen wir einfach diesen Raum dafür, um da wieder reinzukommen. Und gleichzeitig sind die Medien natürlich wunderbar. Schokolade ist lecker, ja. Und es ist auch, die Medien sind wunderbar, weil man dort einfach viel erfahren kann, viele Dinge haben kann. Sonst könnten wir auch diesen Zoom hier nicht machen. Ich will es nicht verteufeln, aber es braucht alles seinen Raum, seinen Platz und seine Zeit. Absolut. Dankeschön.
Und gibt es irgendeine Variante, wenn ich jetzt gleich noch eine Frage hinterher schieben kann, wie man irgendwo so diesen hochsensiblen Kindern auch so ein bisschen den Weg in die Kita irgendwie erleichtern kann? Das ist irgendwie auch gerade ein ganz großes Thema bei uns. Ja, bei uns auch. Wir haben gerade gestartet und das läuft nicht so gut. Also die Kleinkinder sind ihm irgendwie zu primitiv und die Großen irgendwie schon emotional zu weit. Also wir finden da schwierig Anschluss. Ulrike, Dann willst du die was da? Gib's da mich. Okay, gut. Also das Thema ist wiederum so groß, ja, dass ich irgendwie versuche, das kurz zusammenzufassen. Ja, und ich habe so ein kleines Dilemma. Also ich antworte jetzt mal entwicklungspsychologisch darauf, ja? Und ich weiß, dass unsere Lebensrealität anders ist. Ich sage einmal, was Kinder brauchen. Kinder brauchen, also es gibt verschiedene Bindungsstufen. Die Bindungsstufen werden immer tiefer. Und bis die Bindungsstufen eine gewisse Tiefe erreicht haben, und zwar so, dass dein Kind dir wirklich sein Herz geschenkt hat, wirklich fall in love bist du, with you is fall in love mit dir. Also so wirklich so. Das ist aber frühestens im 5. Lebensjahr so. Das hat die Natur auch genauso eingerichtet, weil es könnte immer sein, dass die Mama irgendwer zwischendurch was passiert, la 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 la, und dann ist das Kind in der Zeit, wo es noch so abhängig ist von den Eltern, immer in der Lage, sich an eine neue Bindungsperson anzubinden. Ja? So, das ist bei euch nicht. So, wenn ihr eure Kinder jetzt in die Kita gebt, ist es so, dass sie sagen, okay, meine Mama ist nicht mehr da. An wen binde ich mich dann? Gut, an die Gleichaltrigen. Okay, die sind deppert. An die Älteren, die können noch nicht die Sorge für mich übernehmen. Die Pädagogen sind zu wenige. So, das ist ein großes Dilemma für die Kinder, ja? Und das ist eigentlich von der Natur aus nicht dafür gedacht. Wir haben uns die Kita ausgedacht, weil die für uns Eltern total praktisch ist. Nur wir müssen, wenn wir wirklich das Kind verstehen wollen, uns als erstes mal in das Kind hineinversetzen. Nun gibt es Kinder, für die klappt das ganz wunderbar. Auch hochbegabt und hochsensible, für die klappt das wunderbar. Und es gibt andere, für die klappt es nicht. Das kann man nicht, ja, das kann man nicht eins zu eins über einen Kamm scheren. Was die Kinder brauchen, ist, also wie gesagt, eigentlich von der Natur aus wäre 5 bis 6 Jahre eigentlich das früheste Alter, wo Kinder dafür in die Lage wären. Ho, ho, ho. Ja, also fern von der Realität heute. Was wir brauchen, ist, dass die Kinder, also uns muss bewusst sein, dass wenn wir die Kinder in die Kita geben, dann gibt es dort eine Tagesmutter, dann sind wir die Nachtmütter oder die Nachmittagsmütter oder sowas. Das heißt, wir müssen entsprechend den Staffelstab weitergeben. Genauso wie wenn wir wollen, dass das Kind bei der Oma schläft. Dann ist es auch so, dass wir die Oma, wir müssen unser Bindungsdorf erweitern. Die Natur fügt immer hinzu. Die Natur nimmt nicht weg. Was aber für das Kind in dem Moment ist, in dem wie es gelebt wird, ist, jetzt ist meine Mami weg, jetzt muss ich mir eine neue suchen. Nein. Wenn das Kind zur Oma geht, machen wir es ja auch. Die Oma ist von Anfang an im Bindungsdorf dazu. Also erweitert euer Bindungsdorf um die zusätzlichen Personen. Das heißt, die Sabine jetzt, die Kindergärtnerin, ja, ich liebe das Wort Kindergärtner, weil das einfach das ist, was Kinder eigentlich brauchen. Die brauchen keine, die an ihnen ziehen, also keine Erzieher, sondern die brauchen Kindergärtner. Die Sabine gehört jetzt zum Bindungsdorf mit dazu. Ja, so wie Tante Claudia. Und deswegen, früher nannte man die Kindergärtner auch immer Tante. Früher war das, ne, bei uns der Kindergarten hieß Tante Henny. So soll das sein, ja. Das heißt wirklich, Sabine ist jetzt die neue Tante. Die kommt ins Bindungsdorf mit dazu. Und mal ist es schön. Und die Sabine, so lange haben wir sie nicht gesehen. Und das könnt ihr schon vorher eintüten, so wie ihr das auch machen wollt, wenn eure Kinder irgendwo gehen. Das heißt, dieser Bindungsaufbau ist total groß. Nicht erschrecken, die im Kindergarten wollen das nicht. Weil wir wissen, alle Kindergärtner, ja, das ist die sind häufig nach einem halben Jahr wieder weg, dann sind sie in einer anderen Gruppe, dann haben sie ganz gekündigt, dann, ja, so. Nichtsdestotrotz, dann müsst ihr euer Kind durch die Trauer begleiten, dass, ja, Tante Sabine jetzt nicht mehr da ist. Aber solange sie da ist, ist sie die Bindungsperson, damit das Kind sich immer sicher und aufgehoben fühlt. Das ist der erste Punkt, den ihr macht. Der zweite Punkt ist, dass ihr, euer Kind, oh, ich habe jetzt gerade so viele Punkte in meinem Kopf. Moment, mal kurz sortieren, welchen wollte ich als zweites sagen?
Genau, das Bindungsdorf erweitern. Jetzt ist der zweite Punkt, den habe ich jetzt gerade nicht mehr. Egal, dann nehme ich den anderen. Jetzt ist es für euer Kind vielleicht schwer, dorthin zu gehen oder es mag es einfach nicht. Dann ist das Wichtige und es ist mit allen Sachen, dass ihr dann wirklich, oh ja, ich weiß, mir fällt das auch manchmal so schwer, ja. Ach, und dann will ich auch Dinge nicht tun und komm her und Mama begleitet dich und dass das Kind seine Tränen und seine Emotionen wieder über die Dinge findet, die es nicht vermeiden kann. Ja, also wir sollten unsere Kinder eh nur in die Kita geben, wenn es nicht anders geht. Das habe ich, glaube ich, aus dem Anfang rausgekommen, ja. Bei Kindergarten, bei Kita und Kindergarten sind wir da ja noch freier. Aber natürlich, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, wenn ich was weiß ich was, ja, oder wenn ich kurz vorm Burnout stehe und das nur überlebe, wenn mein Kind in den Kindergarten geht, dann muss es natürlich dahin gehen. Und es ist definitiv nicht jede Mama und jede Familie dafür geeignet, kindergartenfrei zu leben. Dann ist es so, dass wir die Kinder dabei begleiten müssen. Dann müssen wir sie dabei begleiten und müssen sagen, ja, komm und ich, ne, und Tränen darüber finden und weich darüber sein und dabei begleiten. Und auch ganz wichtig bei der Abholsituation, das ist nämlich häufig, die Kinder wollen morgens nicht hin und dann hängen sie an Mamas Rockzipfel und weinen und wollen nicht weg und so weiter und so fort. Da, wie ich gerade sagte, versucht so lange wie möglich Zeit dafür zu geben. Ah ja, jetzt, ich habe den zweiten Punkt wieder gefunden. Gebt Überbrückungsdinge mit, ja? Ich habe, solange meine Kinder fast in die Schule gegangen sind, also fast, ja, es war eigentlich, bis sich komplett die Alltage vor 2 Jahren geändert haben, haben meine Kinder von mir immer eine Brotzeittüte bekommen aus Papier, wo ich ein Herzchen drauf gemalt hatte. Das war immer der McMummy. Da habe ich ein Herzchen drauf gemalt oder ich habe drauf gemalt, was wir am Nachmittag machen. Ich habe einen Spielplatz drauf gemalt. Ich kann nicht malen. Spielplatz ist bei mir ein Ball. Ja, also das ist nicht irgendwas Aufwendiges, ja. Oder wenn wir baden gegangen sind, kommt eine Welle drauf. Oder wenn so. Das heißt, dass wenn die Kinder die Brotzeit auspacken, sie wieder mit mir in Verbindung stehen. Ja. Wir geben ihnen hier so eine Kette mit einem Medaillon mit. Wir malen ihnen kleine Dinge, wir tun ihnen noch ein Halstuch rum, also alles so Überbrückungsdinge. Erinnert euch mal daran, als ihr frisch verliebt wart. Was habt ihr gemacht, dass der Kerl sich auch während dem Arbeitstag noch an euch erinnern kann? Ja, SMS können wir ja nicht schreiben, aber wir können trotzdem kleine Dinge machen, wie wir mit den Kindern in Verbindung bleiben. So, dann wollen die Kinder morgens nicht gehen. Wir versuchen es möglichst zu überbrücken. Wir nehmen Überbrückungsrituale. Entschuldigung, wird so lang, aber mir fällt zu viel dazu ein. Wenn wir sie dann wieder abholen wollen, dann wollen sie nicht mehr mitkommen, sondern wollen dann im Kindergarten bleiben, machen total Radau. Das zeigt uns, okay, es war zu lang. Immer wenn sie danach so drauf sind, ist es ihnen zu lang. Deswegen können wir es trotzdem häufig nicht ändern. Ja, was wir nicht verändern können, sollte uns verändern. Da finden Tränen drüber. Dann ist es so, dass wir dem Kind erlauben müssen, dass es diese Frustration über die zu lange Trennung rauslassen kann. Jetzt wird es wütend, es schreit rum, es ist gegenwillig und jetzt nehmen wir ihm erstmal alle sonstigen Sorgen ab. Sonstige Sorgen sind zum Beispiel Gummistiefel ins Regal stellen. Sonstige Sorgen sind Jacke selber anziehen. Das heißt, jetzt ist erstmal, jetzt bin ich wieder für dich da, Schatz. Deine Probleme sind meine Probleme. Ich nehme dir alles ab. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich die Schulranzen meiner Kinder ins Haus getragen habe, bis der von meinem einen Sohn zu schwer wurde. Weil ich einfach, ne, jetzt habe ich mich um ihre Sorgen gekümmert. Das heißt nicht, dass sie immer jetzt, dass ich den ganzen Nachmittag alles hinterhertrage, aber es geht einfach um dieses Ritual. So, mir fällt noch viel mehr dazu ein, aber das war schon eine sehr lange Kurzform. Ja, Ja. Entschuldigung, darf ich da noch mal kurz eine Rückfrage stellen? Und zwar, bei uns würde das sogar klappen, dass wir kitafrei das machen können. Und mein Gefühl sagt mir eigentlich auch, ich will ihn da nicht hin. Also, obwohl die Kita ganz toll ist, ist eine Waldorf-Kita, die sind sehr liebevoll, aber es sind 23 Kinder auf 2 Erziehern und ich höre halt immer von links und rechts, ja, aber er muss das doch für die Sozialkompetenz. Er war ja bis jetzt auch nicht in der Krippe, also er wird jetzt mit 3 sozusagen im Elementarbereich haben wir angefangen. Und ich habe aber irgendwie in meinem Herzen noch das Gefühl, also eigentlich noch nicht. Ich hapere dann immer so, weil ich denke, so ja, man auch von einer Freundin, die ist dann irgendwie Vorschullehrerin, die sagt dann, ja, die Kinder, die nicht in der Kita waren, die, das merkt man dann, die können dann nicht stillsitzen und so. Und ist das in Ordnung, auch zu sagen, wir machen das nicht? Doofe Frage. Meine Kinder sind jetzt beide aus der Schule rausgegangen.
Kennt man auch nicht, oder? Ja, So, okay. okay. Und weißt du was? Die atmen immer noch. Die sind nicht tot umgekippt. Ja, das ist Ja. halt, man kann sogar ohne Schule leben. Auch das ist möglich. Ja, es gibt viele Menschen, die finden dann Dinge komisch, die man tut. Es ist so, ja, das stimmt, es läuft schlechter mit denen am Anfang in der Schule, weil sie eben nicht so trainiert sind da drauf, weil sie eben nicht so gepanzert sind, weil sie eben nicht, sie haben halt das bekommen und das ist häufig, sie haben das bekommen, was Kinder brauchen und sie haben sich viel natürlicher entwickelt. Aber natürlich ist heute nicht mehr normal. Natürlich ist heute nicht mehr normal. Und das ist das, was es so schwer macht. Und natürlich ist es für den Lehrer in der Schule leichter. Aber ganz wichtig, das, was wir häufig verwechseln, ist echte soziale Entwicklung. Also die Sozialkompetenz, die ich lerne, was du gerade gesagt hast, ja, die Kinder müssen Sozialkompetenz lernen. Lernen ist Dressur. Sozialkompetenz entwickeln ist etwas, wirklich, da passiert was im Gehirn. Da passiert wirklich etwas im Gehirn. Und wir sehen häufig viele Kinder, die sind sozial total angepasst. Die sind total gut dominiert. Heißt das dominiert dann auch? Domestiziert. Trainiert. Ja, die wissen genau, an welcher Stelle man was macht. Aber da ist die eigene Lebendigkeit nicht mehr drin. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Das ist genau dieses Ding, was man so merkt, wenn du in der Moralentwicklung zum Beispiel schaust. Die Moralentwicklung auf der vierten Stufe ist, es gibt Regeln und ich halte mich dran. Das ist Moralentwicklung, vierte Stufe. Das ist das, wo die meisten Menschen so stehen. Es gibt eine Regel und ich halte mich dran. Die fünfte Stufe in der Moralentwicklung ist, es gibt eine Regel und ich denke mal drüber nach, ob die logisch ist. Und ich finde die Regel hinter der Regel. Ja, und das ist eine höhere moralische Entwicklung. Nur sobald, was du jetzt sagst, also meine eigene, die Regel ist, Kinder kommen dann in den Kindergarten. Das ist die Regel. Und jetzt denkst du mal drüber nach und sagst, ja, Moment mal, ich könnte ja auch ohne. Und ist es überhaupt das, was das Kind braucht? Damit bist du moralisch auf der fünften Stufe. Das wird die vierte Stufe aber nicht verstehen. Ja? Und jetzt kannst du dich halt fragen, möchtest du dich moralisch Ja. weiterentwickeln oder möchtest du moralisch da stehen bleiben, wo alle stehen? Aber ganz Ja, ehrlich, nee, also das ist, da warte. würde ich jetzt gern mal einhaken irgendwie, weil, also vielleicht ist da irgendwie auch meine Sozialisation eine ganz andere. Ich komme halt aus den neuen Bundesländern und also mir geht es zum Teil so, dass ich diesen Gedanken mit Kita frei und so weiter eigentlich ganz nett finde. Aber andererseits, ich mir halt auch denke, ich bin ja selber auch noch eine Person und ich möchte ja selber auch noch irgendwie arbeiten, mich selbst verwirklichen und das geht irgendwie nicht, da die Kinder halt dann nicht in den Kindergarten halt zu bringen. Und gleichzeitig habe ich aber halt auch für mich gemerkt, dass allein die Elternzeit für mich zum Teil so herausfordernd ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich halt kognitiv verblöde. Also weiß ich nicht, wo ich da einfach so diesen Mittelweg finden soll. Das gebe ich doch gleich mal an die Loslassexpertin und Erwachsenencoach weiter. Also was ich gelernt habe und auch meinen Kundinnen immer mitgebe, du bist die wichtigste Person deines Lebens. Und ich frage auch immer, wer setzt die Maske auf, wenn sie im Flieger runterfallen? Immer du selber. Weil wenn du als Mutter nicht glücklich bist, dann kannst du deinem Kind gar nicht das geben, was es braucht, seine Bedürfnisse erfüllen, wenn dein Akku leer ist. Und das ist immer so ein Abwägen, so eine Balance. Was ich ganz oft mit meinen Kundinnen loslasse, ist dieses Ich bin egoistisch und hinein in die Selbstliebe. Und für mich war es ein Akt der Selbstliebe, mein Kind mit 2, 3 Viertel in die Kita zu geben. Zum einen hat sie gebraucht, dass sie auch den Kontakt zu anderen Kindern hat. Die hat dann ziemlich schnell mit der Leitung klargemacht, dass sie jetzt in den Kindergarten geht, weil es schlicht und ergreifend zu langweilig wurde. Und sieh immer auch dich. Hör dir gerne die Meinung von anderen an. Entscheide du aber auch für dich, Mariam, von wem willst du denn die Meinung überhaupt hören und annehmen? Und ich höre es dann mir an und denke mir, interessante Ansicht. Oder manchmal sage ich auch interessante Ansicht.
und gehe gar nicht in eine Diskussion mit Menschen, wo ich sage, das bringt mir nichts, die bringen mich nicht weiter. Das geht total gegen mein Bauchgefühl, gegen mein Herz. Und dann mache ich Dinge einfach nicht. Oder ich mache sie anders. Und ich habe mir auch schon allein in der Schwangerschaft, habe ich mir von meiner Hebamme die Ratschläge angehört und dann von keiner einzigen Freundin, nicht von meiner Mutter, sondern habe geguckt, was sagt mein Herz? Und damit bin ich persönlich sehr gut gefahren, zu schauen eben, was sagt mein Herz und von wem will ich mir einen Rat holen? Also das wäre das, was ich mitgebe. Und diese ganzen alten Muster, Überzeugungen, was nicht zu euch gehört, was ihr von euren Eltern, von anderen übernommen habt, so Glaubensmuster, die eigentlich nicht zu euch gehören, die loslassen in Frieden. Ja, danke Ulrike, weil ich finde auch, dass es genau dieses, werdet unabhängig von Experten, auch das, was Ulrike und ich hier sagen, ja, geht in euer Herz rein. Und ja, egal, was ich irgendwie erzähle, egal, was Ulrike irgendwie erzählt, die Antwort ist in eurem Herzen. Und wenn es für Mariam das Richtige ist, ihr Kind aus der Kita rauszunehmen und Antje für dich das Richtige ist, dein Kind reinzugeben, ist das total in Ordnung. Absolut. Wir müssen kein Leben leben, damit es auf Instagram geil aussieht. Absolut. Und ich würde sagen, das ist ein guter Schlusspunkt. Wir sind jetzt am Ende unserer Stunde angekommen. Vielen Dank, dass ihr beiden mit dabei habt, Fragen gestellt habt. Wir werden unter der Aufzeichnung auch uns nochmal verlinken. Ihr könnt unter den Videos bei euch, uns im Kennenlerngespräch, per E-Mail, Privatnachricht, könnt ihr immer noch weitere Fragen stellen. Katja, das war mal richtig cool wieder. Ich liebe deine Ansicht, ich liebe den Umgang mit diesen Themen, den du hast, den du pflegst, deine Ansicht, so toll. Du bist echt ein Geschenk für Familien, wo einfach genau diese Kinder gut aufgehoben sein sollen. Vielen, vielen Dank. Danke, das kann ich einfach nur zurückgeben. Und ich finde diese Ergänzung von uns beiden einfach so herrlich und so wunderbar, weil es wir an vielen Dingen einfach ähnlich schwingen und ähnliche Einstellungen haben und vieles einfach weitergeht. Und an euch beiden natürlich auch herzlichen Dank, dass ihr Fragen gestellt habt, denn so häufig kommen Menschen und trauen sich nicht, Fragen zu stellen. Aber unsere Welt verändert sich nur, wenn wir Fragen stellen. Absolut. Bis zum nächsten Mal.